Liebe Geschwister, ich möchte euch alle auch wieder ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen heute Abend. Und ich freue mich, dass wir heute uns noch einmal mit diesem herausfordernden Thema der Demut und des Hochmuts beschäftigen dürfen. Wir hatten ja das letzte Mal, konnten einige nicht dabei sein, das Thema der Fluch des Hochmuts, der Segen der Demut und haben das versucht, von der alttestamentlichen Offenbarung her auch ein Stück zu verstehen und zu erkennen, was Gottes Gedanken sind über Hochmut und Demut. Ja, wir haben zum Beispiel so ein Wort wie Jesaja 2, Vers 11 bis 12 miteinander betrachtet, wo es heißt, die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden, der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene und es wird erniedrigt werden. Wir haben gesehen, dass eigentlich Gott allein groß und erhaben ist und eine Position der Hoheit beanspruchen kann in der ganzen Schöpfung. Und wir haben gesehen, dass das gerade die Grundnot war, zunächst einmal auch des Satans, dieses gefallenen Engels, der sich überhoben hat, der sein wollte wie Gott, und dann eben auch des Menschen, der durch den Satan angestiftet und verführt und vergiftet wurde, dass er groß sein wollte vor dem großen Gott. Dass er selber Erhabenheit, Höhe beansprucht hat und sich für etwas Großes hält, während er doch eigentlich nichts ist. Ein Geschöpf, das völlig angewiesen ist auf die Gnade, die Kraft, den Segen des Schöpfers. Der Mensch ist in Wirklichkeit in sich selbst nichtig und gering, vergänglich und schwach, das haben wir das letzte Mal gesehen, aber er bläst sich auf, er bildet sich etwas ein, er meint, er sei etwas. Und das ist die Grundsünde auch des Hochmutes, die Selbstüberhebung sein zu wollen, wie Gott groß und erhaben sein zu wollen, das, was Gott allein zusteht. Wir haben auch gesehen, dass Gott den Hochmut hasst. Und dass Gott den Hochmut auch notwendigerweise richten muss. Das heißt, er wird alles Hohe und Erhabene einmal herunterbringen. Auf den stand die Stellung, die es eigentlich auch verdient. Und das ist so ein Grundsatz, den wir schon im Alten Testament vielfältig finden. Und wir wollen heute Abend uns in der Fortsetzung mit dem Neuen Testament hauptsächlich beschäftigen. Demut, eine wichtige Tugend in der Nachfolge Jesu Christi, das soll unser Thema heute Abend sein. Und wir wollen beginnen mit dem bekannten Wort unseres Herrn Jesus Christus, das wir alle sicher schon oft gehört haben, in Matthäus 11. Da lesen wir ab Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken oder Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, wir sehen hier eine wunderbare Aufforderung unseres Herrn. Auf der einen Seite eine Aufforderung der Gnade, doch zu dem Herrn Jesus zu kommen und die Last der Sünde, die Last und die Not dieses rebellischen Eigenlebens abzulegen. Das ist ja das, was Menschen durch Gottes Gnade oftmals an einem bestimmten Punkt feststellen. Dass nämlich dieses stolze, rebellische Eigenleben des Sünders etwas Mühseliges ist, eine Last ist,
Der Mensch meint, er sei frei und es sei doch wunderbar, wenn er seinen Eigenwillen tun kann, wenn er tun und lassen kann, was er möchte und niemand redet ihm etwas drein. Aber in Wirklichkeit ist es ein elendes Leben. Das Geschöpf Mensch ist ausgelegt auf die Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Das Geschöpf Mensch ist letztlich in sich selber schwach und wenn es versucht, groß und stark zu sein und seinen eigenen Wege zu gehen, dann ist es letztlich auch eine Mühsal und eine Last. Das ist etwas, was der Prediger sehr deutlich in vielen Facetten dargestellt hat. Der reichste und erfolgreichste Mensch des Altertums seiner Zeit, der König Salomo, erzählt, wie er alles ausprobiert hat an Selbstverwirklichung. Und wie er feststellen musste, es ist alles nichtig. Es ist alles Mühsal. Es ist alles letztlich etwas, was uns nicht glücklich machen kann, was uns nicht wirklich erfüllen kann. Ja, und so bietet der Herr Jesus denen, die gemerkt haben, dass ihr stolzes, sündiges Eigenleben eigentlich Not und Mühsal ist und etwas Verkehrtes, etwas, was sie selber kaputt macht, ihnen bietet er die Gnade an. Ihnen bietet er an, zu ihm selber zu kommen. Und er sagt, dass wir von ihm lernen sollen. Und in dem neuen Leben, das wir bei dem Herrn Jesus finden, da sollte Hochmut und Stolz und Eigenleben und Selbstverwirklichung keine Rolle mehr spielen. Da ist es ein Hindernis, das, was früher dem sündigen Menschen so groß und wichtig war, seine Freiheit, selber Entscheidungen zu treffen, dass er sich etwas einbildet auf seinen Verstand, auf seine Willenskraft, auf seine Fähigkeiten, auf sein Geld, auf sein Reichtum, all das wird ihm zur Nichtigkeit, letztlich auch zu einer Belastung, wo er merkt, das hat mich ja von Gott getrennt, von dem Wesentlichen getrennt. Und dann dürfen wir in der Schule des Herrn Jesus Sanftmut und Demut lernen. Und das ist etwas ganz Wichtiges für dieses neue Leben, wenn wir uns bekehrt haben, dass wir da sanftmütig werden, demütig werden, dass wir von unserem hohen Thron heruntersteigen und den Herrn führen lassen, den Herrn entscheiden lassen und uns beugen auch unter die starke und mächtige Hand Gottes. Und das ist letztlich auch Demut, Beugung unter Gott. Anerkenntnis, dass Gott allein hoch erhaben, groß, gut und weise ist und wir sind töricht und nichtig, schwach und verkehrt und ohne Gott können wir gar nichts, wir können nur unser Leben gegen die Wand fahren. Das können wir. Aber wir können nichts Gutes vollbringen. Und diese Einsicht, die gehört zu einem Leben in der Nachfolge des Herrn Jesus dazu. Ja, es ist interessant. Am Anfang preist der Herr Jesus Gott dafür, dass er es den Weisen und Klugen verborgen hat und es den Unmündigen geoffenbart hat. Ja, diese Dinge, die Botschaft des Evangeliums ist keine Botschaft für die Großen, für die Mächtigen, für die Stolzen und für die Reichen dieser Welt. Nur in Ausnahmefällen fällt diese Botschaft des Evangeliums bei solchen Menschen auf fruchtbaren Boden. Und wir werden erinnert, denke ich, auch an dieses grundlegende Wort in 1. Korintherbrief, und das wollen wir auch einmal uns in Erinnerung rufen, 1. Korinther 1 ab Vers 18. Wem gilt der Ruf Gottes? Und was sind die Gedanken Gottes in Bezug auf die Großen dieser Welt? Das ist auch etwas, was uns demütig machen darf. 1. Korinther 1 ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit.
Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das sind die Gedanken unseres Gottes. Des großen Gottes, der allein erhaben ist. Er hat das Evangelium so gestaltet, dass die Weisen nach dem Fleisch, die Großen und Mächtigen, verächtlich daran vorübergehen. Das ist ein Gericht. Gott hat es den Klugen und Weisen verborgen. Nicht, dass sie nicht auch das Evangelium hören und sich bekehren könnten. Aber durch ihren Stolz, durch ihre hochmütige Fixierung auf ihre Menschenweisheit können sie es nicht erkennen und gehen achtlos daran vorbei. Aber die Schwachen, die Elenden, die, die ein zerbrochenes Leben haben und ein zerbrochenes Herz, die, für die ist diese Botschaft etwas Wunderbares und Kraftvolles und Starkes. Das sind die Gedanken Gottes. Er will das erniedrigen, was hoch ist in seinen eigenen Augen. Und er will das erhöhen, was gering ist und sich demütigt und nichts ist vor Gott. Und das ist doch gewaltig. Die Gnade Gottes kann einem Reichen, einem Großen und Mächtigen, einem Gesunden und Gerechten nichts bieten. Wohl uns, wenn wir wissen, dass wir weder weise noch gerecht, weder gesund noch stark sind. Dann wird die Botschaft der Gnade etwas Wunderbares für uns. Und das ist eben diese Grundlinie. Gott hat es so gemacht, dass kein Fleisch sich vor ihm rühmen kann. Dass kein Mensch sagen kann, ich bin etwas. Wenn wir in das Licht der Bibel hineinschauen, besonders auch wenn wir den Herrn Jesus anschauen, dann müssen wir sagen, ich bin gar nichts. Als der Apostel Petrus die Herrlichkeit des Herrn Jesus gesehen hat, das erste Mal bei diesem wunderbaren Fischzug, da fällt er vor dem Herrn auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Da hat er etwas erkannt von seinem eigenen Elend. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das sehen, das Neue Testament, die Botschaft des Herrn Jesus, die Botschaft der Apostel, erniedrigt den Menschen, der sich selbst erhöht. Das heißt, sie stellt ihn in die Position, die er vor Gott tatsächlich hat. Das haben wir das letzte Mal schon festgestellt. Ja? Demut ist eigentlich nichts anderes als nüchterner Realismus, dass wir die Tatsachen so sehen, wie sie sind. Und aufhören, uns aufgeblasene Illusionen über uns selbst zu machen. Wir sind vor Gott nichtig, ob wir das nun einsehen oder nicht. Aber wohl uns, wenn wir das wirklich auch uns bewusst machen und auch uns bewusst dazu stellen, dann kann nämlich Gottes Gnade in unserem Leben wirken, weil sie wirkt dort, wo jemand wirklich eingesteht, dass er in sich selber nichtig ist, verkehrt, hilfsbedürftig. In uns selber sind wir elend und verkehrt und gering. Und gerade wenn wir das anerkennen, dann kann Gott uns durch seine Gnade wunderbar erhöhen. Denn wir sind in Christus Kinder Gottes, wir sind Erben der künftigen Herrlichkeit, Erben der ganzen Welt, sagt der Apostel Paulus den Korinthern. Wir sind Könige und Priester, aber alles nur in Christus und durch Christus. Ohne ihn sind wir nichts. Und genau das ist wichtig, dass wir das anerkennen, dass wir nicht selber uns aufblasen, nicht selber uns Größe anmaßen, denn sonst muss die Gnade Gottes ein Kind Gottes empfindlich züchtigen. Weil Gott kann auch bei den begnadigten Kindern Gottes Hochmut und Stolz nicht gebrauchen. Das ist ein großes Hindernis, die Gnade Gottes zu empfangen und zu genießen, wenn wir
stolz und hochmütig sind vor Gott. Ja. Es ist also ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass wir alles letztlich nur von dem Herrn haben und dass uns eine Stellung der Demut ansteht, wohl ansteht. Vielleicht lesen wir nochmal in 1. Korinther 4, Vers 7, diesen Vers, den wir schon das letzte Mal zitiert haben. Denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Also die Gnadenerkenntnis zeigt uns, dass wir völlig abhängig sind von Gott. Dass alles, was wir haben, was uns vielleicht auch gewissen Segen bringt, gewissen Erfolg bringt, dass das alles eine Gnadengabe Gottes ist, für das wir Gott die Ehre geben sollen und nicht selber uns deswegen rühmen oder aufblasen sollen. Der Grundsatz ist, vor Gott soll sich kein Fleisch rühmen. Und wer gegen diesen Grundsatz handelt, den muss Gott züchtigen. Das ist ganz notwendig, sonst werden wir selber in eine ganz, ganz gefährliche Situation kommen, nämlich letztlich in diese Überhebung des Teufels. Und das will Gott verhindern. Er will uns als Kinder Gottes unten halten. Und das ist nur gut so. Das ist genau die Position, die wir brauchen. Dass wir gebeugt sind vor dem Herrn, dass wir bewusst uns unserer Niedrigkeit sind und nicht irgendwie hochmütig. Und da sagt der Herr Jesus uns, dass wir von ihm lernen sollen. Er stellt sich selber als das große Vorbild der Sanftmut und der Demut dar. Und wir werden da gegen Schluss noch auf diese bekannte Stelle im Philipperbrief kommen, aber wir wollen einfach erst einmal auch aufgrund der Evangelien so etwas uns Gedanken machen über die Demut des Herrn Jesus Christus. Und diese Demut beginnt bereits, bevor der Herr überhaupt auf die Erde gekommen ist. Das wissen wir, dass er einfach sich selber verleugnet hat, allein schon dadurch, dass er Mensch wurde. Er, der eigentlich als der Sohn Gottes die Himmelsherrlichkeit erfüllt hat, dass er bereit war, mitten unter die Geschöpfe zu gehen als ein wahrer Mensch und doch der Sohn Gottes, der Erbe aller Dinge, durch den alle Dinge, für den alle Dinge geschaffen wurden. Er war bereit, in die Schöpfung einzugehen und Mensch zu werden. Aber die bewusste Demut unseres Herrn geht weiter. Ein Element ist, dass er nicht in Jerusalem in einer Priesterfamilie oder königlichen Familie geboren wurde, sondern in Bethlehem, aber aus Nazareth stammend und in einem verachteten, geringen Familie, die keine Herrlichkeit hat in den Augen der Menschen. Er war der Zimmermannssohn, er war unerkannt und verkannt. Und dann finden wir diese Begebenheit, das wollen wir vielleicht auch mal miteinander lesen, in Matthäus 3, wo der Herr sich taufen lässt. Matthäus 3, Vers 13 bis 16. Da heißt es, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lasst es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, das war ein öffentlicher, bewusster Schritt der Demütigung, den der Herr Jesus hier eingegangen war. Er hat sich taufen lassen mit dieser Taufe zur Buße, weil er sich eins machen wollte mit den Sündern. Obwohl er selber völlig ohne Sünde war, wusste er, dass er als der Stellvertreter der Sünder diesen Schritt tun sollte. Und er war bereit, sich zu beugen. Der Johannes der Täufer hatte völlig recht. Ja, er hat ihn als den erkannt, dem er nicht wert war, die Schuhriemen aufzulösen. Er hätte von dem Herrn Jesus getauft werden sollen. Aber der Herr Jesus hat sich bewusst gebeugt und hat bewusst seinen Platz eingenommen, zusammen mit den
Menschen, die ihre Sünden bekannt haben und die sich unter ihre Schuld gebeugt haben und die sich haben taufen lassen von Johannes dem Täufer. Und es war ein wunderbarer Akt der bewussten Demut. Und dann gibt es so manche andere Dinge, wo wir einfach sehen, wie der Herr demütig war. Vielleicht schauen wir uns auch nochmal die Begebenheit in Matthäus 20 an. Ja, da lesen wir von dieser Lehre, die der Herr den Jüngern gebracht hat, die groß werden wollten. Da sagt er zu ihnen ab Vers 25, aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es aber nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, also der Herr selber war bereit, Diener zu sein unter den Jüngern. Er, der wirklich absolut den Anspruch auf ihren Dienst hatte und der wirklich ihr Herr war, er war bereit zu dienen. Und sie sollten auch so diesen Grundsatz verwirklichen. Wenn sie groß sein wollten, dann sollten sie der Geringste sein, der Diener aller. Und wir kennen alle diese bewegende Szene in Johannes 13, als der Herr Jesus das noch einmal gegen Ende seines irdischen Wandels so eindrücklich in der Fußwaschung der Jünger unter Beweis gestellt hat. Eine Begebenheit, die die Sanftmut und Demut unseres Herrn so ganz besonders uns vor Augen stellt. Ich lese mal Johannes 13, ab Vers 1. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, der Herr hat also in dem vollen Bewusstsein seiner Hoheit hier eine bewusste Geste der Demut und des Dienstes den Jüngern noch einmal gegeben, um es ihnen ins Herz zu schreiben, dass sie demütig sein sollten, dass sie nicht sich größer achten sollten als ihre Mitjünger, sondern dass sie im Gegenteil bereit sein sollten, den untersten Platz einzunehmen. Der Knecht,
der die Füße zu waschen hatte. Das war letztlich der Geringste. Das war eine schmutzige Arbeit, eine Arbeit, die letztlich nicht einmal die obersten Knechte in einem Haushalt gemacht haben, sondern eher die, die den allerletzten Platz eingenommen haben. Und so hat der Herr Jesus bewusst den allerletzten Platz eingenommen, um uns letztlich auch zu kurieren von unserem Hochmut. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir da uns auch wirklich dran erinnern, immer wieder auch, wenn wir in der Gefahr sind, groß von uns zu denken. Hochmut bedeutet, dass wir uns selber für etwas Großes, für etwas Bedeutendes halten, dass wir stolz sind auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Stellung, auf unsere religiösen Aktivitäten. Und Demut bedeutet, dass wir wirklich den untersten Platz einnehmen, dass wir uns bewusst sind, dass wir ohne den Herrn Jesus gar nichts sind, dass wir auch nicht erstreben, irgendetwas Großes sein zu wollen, sondern dass wir bereit sind, zurückzustehen, gering zu sein, zu dienen. Und das ist diese Gesinnung, die der Herr Jesus uns einprägt, die wir brauchen, damit wir brauchbar sind in seinem Dienst. Ein hochmütiger Christ ist unbrauchbar für den Dienst. Ein hochmütiger Christ ist jemand, der letztlich ja sich selber vor seinen Meister stellt und seinen Meister verdeckt, sodass das Licht Jesu Christi nicht durch ihn scheinen kann zu den Menschen hin. Ein demütiger Christ ist jemand, der sich beugt, sodass das Licht Jesu Christi durch ihn und durch sein Leben und seinen Dienst zu den anderen Menschen kommen kann. Wir stehen dem Herrn im Weg, wenn wir unser stolzes Eigenleben beibehalten. Nur wenn wir dieses Eigenleben wirklich auch in den Tod geben, wenn wir bereit sind, in Demut zu leben, dann kann der Herr durch uns sich offenbaren, dann kann der Herr uns wirklich gebrauchen. Und das ist eben genau der Punkt, dass im Reich Gottes eben nur das wirklich zählt, was der Herr Jesus gewirkt hat durch uns, nicht das, was wir für ihn getan haben in eigener Kraft, das zählt gar nichts, das zerstört, während das, was wir in einer Haltung der Hingabe und des Gehorsams in Demut den Herrn durch uns machen lassen, das hat Bestand und das bringt auch wirklich Frucht. Und deswegen ist Demut eine Grundvoraussetzung dafür, dass der Herr Jesus uns gebrauchen kann im Dienst. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Schule der Demut wirklich auch lernen. Ja, eigentlich ist schon die Bekehrung ein Schritt der Demütigung. Echte Buße, echte Umkehr eines Sünders bedeutet ja, dass jemand seine stolze Rebellion aufgibt, dass er aufhört, sein Eigenleben gegen Gott aufzurichten, seinen Eigenwillen gegen Gott durchzusetzen. Bekehrung, wenn sie echt ist, ist ja ein Akt des Bankrotts. Eine Bankrotterklärung, eine Kapitulation, eine bedingungslose Kapitulation, ihr Lieben. Ja, es gibt ja Kapitulationen in der Welt, die sind an Bedingungen gebunden. Aber wenn wir mit Gott in Frieden kommen wollen, dann müssen wir bedingungslos kapitulieren. Da gibt es nichts, was wir vor Gott behalten können. Und letztlich ist genau dieser Schritt der Demütigung überhaupt der notwendige Anfang eines jeden geistlichen Lebens eines Kindes Gottes. Ohne eine solchen klare Demütigung gibt es gar kein Leben aus Gott. Bekehrung ist also der erste Schritt, dass wir die Größe und Herrlichkeit Gottes anerkennen, auch anerkennen, dass Gott ein vollkommenes Anrecht auf unser Leben hat. Der Herr Jesus hat das Recht auf unser Leben. Wir haben keine Rechte. Das ist heute eine ganz schwierige Sache, das zu verstehen, ja, wo Menschenrechte und Rechte, für die man kämpft und die man durchsetzt, in aller Munde sind. Aber vor Gott haben wir keine Rechte. Wir haben nur gebrochene Pflichten. Gott hat ein Anrecht auf uns, aber wir haben kein Anrecht auf irgendetwas. Und diese Selbstdemütigung, die ist sozusagen der Anfang jedes wirklichen geistlichen Lebens. Aber auf der anderen Seite ist es eben wichtig, wenn das geistliche Leben wirklich auch
fruchtbar weitergehen sollen, dann brauchen wir diese Haltung der Demut als eine Grundhaltung, die sich durchzieht. Und da sind wir oftmals in Gefahr, dass wir nach der Bekehrung auch ein Stück wieder unser Eigenleben doch aufrichten und hochmütig werden, eigensüchtig werden. Als gläubige Christen können wir das leider tun. Und das hängt damit zusammen, dass über unser Fleisch immer noch auch eben unser Selbstleben ein Stück mit in dieses neue Leben mit hineingekommen ist. Und wir müssen es ganz bewusst verleugnen, in den Tod geben. Ich möchte einmal diese Bibelstelle auch dazu lesen, die wir alle auch gut kennen, in Matthäus 16, wo es um die Nachfolge des Herrn Jesus geht, um diese Beziehung des Glaubens und des Dienens. Und da lesen wir ab Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, und das kann man gut übersetzen, wer sein seelisches Eigenleben retten will, so kann man diesen Begriff Psyche hier sehr gut übersetzen. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Also ein bewusstes Leben mit dem Herrn setzt voraus, dass ich täglich im Grund bereit bin, mein Eigenleben in den Tod zu geben. Dass ich bereit bin, diese Ansprüche des Egos auf Selbstverwirklichung, auf Anerkennung, auf Befriedigung der Begierden, die muss ich verleugnen. Muss ich sagen, nein, das gibt's nicht. Ja, das gestehe ich nicht zu. Und das ist eben eine beständige Haltung. Das reicht nicht, wenn wir das einmal bei der Bekehrung gemacht haben, sondern das ist eigentlich auch die Haltung, die der Herr bei uns sehen will, die wir lernen dürfen. Selbstverleugnung hat etwas ganz Entscheidendes mit Demut zu tun. Das ist in gewisser Weise die Voraussetzung für Demut. Und in gewisser Weise ist die Voraussetzung für ein wirklich demütiges Leben eben auch, dass wir unser Eigenleben beständig in den Tod geben. Und das hat eben auch zu tun mit diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist, den wir im Galaterbrief finden. Das Fleisch ist der Sitz des Hochmuts, das ist ganz klar. Unsere alte Natur, die ist von Wesensart her hochmütig, rebellisch, stolz, denkt groß von sich. Und genau das müssen wir bewusst in den Tod geben. Wir lesen in Galater 5, Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Das Kreuz war das Mittel des Todes. Das hat gesprochen von dem Tod des Eigenlebens. Und das bedeutet, dass wir genau diese Stellung einnehmen, die auch in Galater 2, 20 beschrieben ist. Das ist letztlich auch der Weg, wie wir zu einem demütigen Wandel mit dem Herrn kommen können. Galater 2,20, wo der Apostel Paulus bekennt, ich bin mit Christus gekreuzigt, das heißt hingerichtet, gestorben in meinem Eigenleben. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also das ist letztlich auch die Art und Weise, wie wir wirklich Demut leben können, dass wir unser Fleisch mit seinem Hochmut, mit seinen Ansprüchen in den Tod geben und dass wir immer wieder neu bereit sind, uns selber zu verleugnen und dem Herrn Raum zu geben in unserem Leben. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der einzige Weg, wie wir wirklich zu Demut kommen können, wie wir wirklich auch dem Herrn Ehre machen können mit unserem Leben. Denn wenn ich mit Christus gekreuzigt bin, dann bin ich auch mit ihm auferweckt zu einem neuen Leben. Und dann wirkt die Kraft des Herrn Jesus in mir. Und dann wirkt der in mir, der von Herzen sanftmütig und demütig ist. Und dann können auch wir sanftmütig und demütig werden, dass wir von Natur aus absolut nicht sind. Und das ist wichtig,
dass wir das verstehen, dieses Leben mit Christus gekreuzigt und auferweckt, das ist im Grunde die Grundlage eben auch für wahre Demut. Demut, wie gesagt, das bedeutet eigentlich auch schon vom Wortsinn des griechischen Wortes her niedrig gesinnt sein. Dass wir anerkennen, dass wir gering sind, nichtig sind vor Gott, dass Gott allein groß ist, dass Gott allein die Ehre gebührt, dass der Herr Jesus allein das Zentrum unseres Lebens ist, nicht wir, sondern er. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir auch in dieser Haltung des Johannes des Täufers, Johannes 3,30, diese bekannte Stelle, wo es eben heißt, dass er immer größer werden muss, ich aber immer mehr abnehmen muss und geringer werden muss. Ja. Das ist letztlich die Ausrichtung des Lebens eines bewussten Nachfolgers Jesu Christi, dass der Herr Jesus immer mehr Raum einnehmen soll und immer größer werden soll in meinem Leben und dass ich selber immer geringer, immer kleiner werden soll und zurücktreten soll. Und diese Haltung äußert sich auch im Denken, in der Gesinnung. Das ist, denke ich, wichtig. In Römer 12 lesen wir etwas über unser Denken. Und da fangen ja die Dinge an in unserem Denken. Römer 12, Vers 3 lesen wir, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit oder Besonnenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also wir neigen dazu, groß von uns zu denken. Und dieses falsche Denken, das müssen wir ablegen und überwinden. Wir sollen groß von dem Herrn Jesus denken und von uns gering. Und wenn der Herr Jesus uns groß wird, dann nehmen wir automatisch die richtige Stellung ein ihm gegenüber. Nämlich die Stellung zu seinen Füßen. Und wir lesen vielleicht auch noch, das ist in Vers 16, da heißt es, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen und haltet euch nicht selbst für klug. Ja, das spricht zu unserem Herzen, denn das sind genau die Dinge, die uns Mühe machen, auch in der Christusnachfolge, auch im geistlichen Leben. Dass wir manchmal nach hohen Dingen trachten. Wir wollen vielleicht gerne ein Lehrer sein, ein Prediger, der tolle Predigten hält. Wir wollen im Reich Gottes irgendwas Bedeutendes sein, was Bedeutendes bewegen. Aber wir sollen nicht nach hohen Dingen trachten. Wir sollen uns herunterhalten zu den Niedrigen und uns nicht selbst für klug halten. Also heißt, dass wir einfach nüchtern sind in Bezug auf uns selber. Es ist unnüchtern, es ist illusorisch, es ist eine Selbstverkennung, wenn wir meinen, wir seien etwas Tolles, etwas Großes. Und Gott könnte uns, so wie wir von Natur aus sind, gebrauchen. Gott muss alles, was von Natur kommt, beiseite setzen. Ja? Gott arbeitet mit dem, was die Gnade uns gibt. Und das geschieht nur bei einem Menschen, der ein gewisses Maß an Demut hat, der bereit ist, Gott die Ehre zu geben und von sich selber abzusehen. Dann kann Christus ihm das schenken, was er möchte. Und so lesen wir eben auch im Umgang untereinander, dass wir lernen dürfen, demütig zu sein. Und das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass überhaupt der Geist Gottes durch uns wirken kann und dass wir überhaupt Frucht bringen können in der Gemeinde. Vielleicht lesen wir mal diese beiden Gebote in Epheser 4, Vers 1 und 2. Da heißt es, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Unsere Demut ist ganz entscheidend in der Beziehung zu Gott, aber unsere Demut wird entscheidend geprüft in der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Ja. Gott sieht sehr wohl, wenn wir hochmütig sind, nur wir selber merken es vielleicht in Beziehung zu Gott gar nicht so sehr. Aber wir merken es an unseren Mitmenschen. Und genau dort ist auch die Schule, eine ganz wichtige Schule der Demut,
dass wir lernen, unsere Mitmenschen in Demut und Sanftmut in Liebe zu ertragen. Warum ertragen? Nun ganz einfach, weil wenn wir zusammen sind und unser Fleisch ist ja immer noch an uns, dann stoßen wir uns notwendigerweise aneinander. Wir reiben uns aneinander. Wir ärgern uns über den anderen. Und zwar das Fleisch des einen ärgert sich über das Fleisch des anderen. Wenn wir nur Geist wären, dann wären unsere Beziehungen herrlich harmonisch und in Frieden und in Liebe. Das wäre wunderschön. Aber leider ist es nicht so, sondern unser Fleisch ist es, was Anstoß nimmt am anderen. Und unser Fleisch ist es, das auch die Beziehung untereinander als Kinder Gottes so mühsam und so schwierig macht. Ja. Und da dürfen wir lernen, den anderen in Sanftmut und Demut zu ertragen. Vor allen Dingen auch in dem Bewusstsein, ich mache ja den anderen auch Mühe. Es ist nicht so, dass der andere falsch liegt und ich liege richtig, sondern ich liege ganz genauso falsch. Ja. Und das sind genau diese Dinge, das sehen wir vielleicht noch etwas besser im Kolosserbrief, in dieser parallelen Stelle, wo auch von Demut die Rede ist, wo es auch um die Beziehung unter den Gläubigen geht. Vers 12 in Kolosser 3. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. So auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ja, da sehen wir, diese Dinge haben wir nicht selber. Die haben wir nicht von Natur. Die müssen wir anziehen von Christus. Wir müssen sie ganz bewusst als Haltung einnehmen, in der Kraft des Herrn Jesus, damit wir in den zwischenmenschlichen Beziehungen wirklich im Segen leben können und nicht dem Herrn Mühe machen und sein Werk blockieren. Und das ist ebenso notwendig, dass wir unsere eigenen Verfehlungen, unsere eigene Schwachheit und Niedrigkeit erkennen, dann können wir nämlich mit dem anderen wunderbar auskommen. Das Problem besteht nur, wo zwei Großkopferte miteinander aneinander knallen. Ja? Wenn alle miteinander niedrig gesinnt sind, demütig sind, dann gibt es keine Konflikte. Und genau da ist unsere Schule, dass wir sehen, auch dort, wo der andere mir vielleicht Mühe macht, und es ist ja in der Praxis so, er hat vielleicht auch Unrecht, er sündigt vielleicht sogar, aber das tue ich ja auch. Und ich darf lernen, ihn in Sanftmut und Demut zu ertragen, anzunehmen, zu lieben. Und genau darin, wenn ich zulasse, dass mein Mitbruder mich schleift, da werde ich umgestaltet. Und da geschieht etwas ganz Kostbares in meinem Leben, in meinem Herzen, dass nämlich sich falsche, fleischliche Haltungen, verhärtete Haltungen verändern können, wenn ich dem Herrn standhalte in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die richtige Stellung einnehme. Ja? Dann lasse ich mir Unrecht geschehen und ich dulde das, dass vielleicht manche Schwierigkeiten auftreten und ich sage Ja dazu im der Kraft des Herrn Jesus. Und dann kann Gott durch mancherlei Erfahrungen mein Herz reinigen, sodass es sanftmütiger und demütiger wird. Ja? Das sind so Lernprozesse, die wir eigentlich erst richtig eingehen können, wenn wir die richtige Herzenshaltung vom Herrn gelernt haben und eingenommen haben. Dann erst kann der Geist Gottes uns manche Lektionen lernen, die wir vorher vielleicht zurückgewiesen hätten, weil wir gesagt haben, ja, wie kann das sein, dass dieser Kerl mir so in die Quere kommt? Ja? Was fällt dem eigentlich ein? Anstatt zu sagen, wozu hat Gott es jetzt zugelassen? Was ist die Schule dabei, die Gott mir schenken will? Wenn ich so denke, dann werden die Dinge plötzlich ganz anders. Und dann kann ich in Demut auch schwierige Menschen und schwierige Situationen annehmen. Ja, wie gesagt, das sind Lektionen, die nicht von selber gelernt werden. Und wenn wir in diesen Kämpfen drin sind, in diesen Lektionen, da lernen wir etwas von dem, was auch letztlich das Fleisch ausmacht, was der Feind der Demut ist. Zum Beispiel religiöser Stolz.
dass man stolz ist auf den eigenen Status. Das sind ja das Musterbeispiel, sind die Pharisäer. Und die sind in gewisser Weise ein Spiegel. Ja, ja, jetzt bin ich doch schon ein bewährter, erfahrener Bruder und ich bin Ältester und ich habe das gemacht und jenes und eigentlich müsste man mir doch Ehre geben. Ja, und müssten doch alle anerkennen, dass ich was Großes bin im Reich Gottes. Solche Dinge, solche Gedanken kommen im Herzen des Menschen auf. Und da ist es ganz, ganz gefährlich. Oder auch die eigene Frömmigkeit. Ich faste. Ja, das ist dieser Pharisäer im Tempel. Ich faste so und so oft und ich verzehnte alle möglichen Sachen und ich halte das Gesetz. Ich bin nicht so wie dieser Zöllner da. Ja, diese Haltung des religiösen Stolzes, die ist vom Fleisch her auch für uns gläubige Christen eine Gefahr. Ja, und wir müssen auch diese Gefahr erkennen und ganz bewusst diese Dinge in den Tod geben. Der Wunsch nach Anerkennung. Wenn man dem Herrn dient, wenn man vielleicht auch Opfer bringt, Arbeit, sich Mühe macht, dann wünscht man sich Anerkennung von Menschen. Das ist ein Stück menschlich, normal, könnte man sagen. Aber es ist trotzdem Stolz, der unser geistliches Leben hindert und es ist nicht recht, weil wir damit dem Herrn Ehre rauben. Ja, und da müssen wir lernen. Lernen durch schmerzhafte Erfahrungen. Anders lernen wir das nämlich nicht. Ja. Wir lernen es auch, indem wir wirklich das Vorbild des Herrn Jesus auf uns wirken lassen, aber das alleine ist leider nicht genug. Wir müssen meistens irgendwelche schmerzhaften Erfahrungen machen, damit wir uns zum Beispiel auch unser eigener Hochmut bewusst wird. Stolz auf das Wissen, das ist auch so eine Sache. Ja? Wenn man viel weiß, das waren die Schriftgelehrten, die besonders viel über die Bibel wussten, und ihr geistliches Leben war in einem erschreckenden Gegensatz zu ihrem vielen Wissen. Ja? Und was nutzt dann das viele Wissen? Das vermehrt nur das Gericht. Das bringt gar nichts. Ja? Aber dieser Stolz, der ist auch bei uns eine geistliche Gefahr. 1. Korinther 8, Vers 1 bis 3 spricht da davon. Das können wir vielleicht auch uns nochmal in Erinnerung rufen. Ja? Wo der Apostel Paulus sagt, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf oder macht stolz, könnte man auch sagen. Die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Also da argumentiert der Apostel Paulus sehr ernst gegen den Stolz auf das eigene Wissen, auf das Maß an Erkenntnissen, die wir vielleicht schon gesammelt haben. Und wenn wir wirklich geistliche Erkenntnis in der Tiefe gewonnen haben, dann muss es eigentlich verbunden sein mit so viel Selbsterkenntnis unserer eigenen Verkehrtheit und Schwachheit, dass wir hoffentlich immer weniger stolz werden und immer mehr uns beugen vor Gott über unserem eigenen zu kurz kommen, anstatt zu prahlen mit unserem Wissen und unserer Erkenntnis. Ja? Deswegen wahre geistliche Erkenntnis ist etwas ganz anderes als Kopfwissen ansammeln. Und Kopfwissen ansammeln macht den Menschen im Regelfall stolz. Das ist eine ganz große Gefahr. Ja? Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Schule Gottes manchmal wirklich auch Buße tun lernen, ganz neu, wo wir auch überführt werden von stolzen Haltungen, von Hochmut. Das ist ganz interessant, da gibt es eigentlich zwei Stellen, die auch diese Buße ansprechen. In Jakobus 4, ein sehr, sehr ernstes Wort. Ich lese es vielleicht schon mal einen größeren Abschnitt ab Vers 1 schon, dass wir den Zusammenhang erkennen, was unter gläubigen Christen alles für Dinge vorkommen können. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Hier sehen wir, ähnlich wie bei den Korinthern, einen äußerst fleischlichen Zustand. Egoismus, jeder kämpft gegen jeden. Jeder hält seine eigenen Ansprüche hochmütig auf. Und man
knallt zusammen, man reibt sich aneinander, man streitet und kämpft. Und dann kommt dieser göttliche Tadel: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ja, das ist so ein Stück göttliche Seelsorge. Ja, und wie ernst und deutlich geht der Geist Gottes hier mit diesen Gläubigen ins Gericht, kann man schon sagen. Ja, er tadelt sie. Er deckt ganz deutlich auf, wo da die Wurzel liegt. Im ungekreuzigten Eigenleben. In den Begierden, denen man Raum gibt. Daher kommt der Streit. Und dann unterwerft euch nun. Also die Demütigung beginnt immer zuerst in der Beziehung zu Gott. Ich muss mich zuerst einmal Gott gegenüber unterwerfen und beugen und meine Sünden bekennen und deutlich klar auch bekennen, wo ich hochmütig geworden bin, wo ich meinem Fleisch, meinem stolzen Eigenleben wieder Raum gegeben habe. Das ist der Anfang auch wieder von Umkehr und Erneuerung zur Demut. Heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das ist ein ganz großes Problem bei fleischlichen Christen. Sie wollen gerne dem Herrn nachfolgen, aber sie wollen auch gerne ihr Eigenleben verwirklichen. Und in diesem Zwiespalt kommt man nie zur Ruhe und man kommt nie zu wirklicher Sanftmut und Demut. Sondern das geschieht erst, wenn ich mich ganz dem Herrn unterwerfe und ausliefere, wenn ich mein Herz heilige für den Herrn, das heißt, ich weihe es ihm, es soll ihm ganz gehören, nicht nur die Hälfte. Und das ist oft ein ganz großes Problem, auch in Gemeinden, wenn fleischlich gesinnte Christen, die dieses zwiespältige Herz haben, aneinander sich reiben, dann gibt es oft so schwierige Streitigkeiten und Konflikte, die man fast nicht auflösen kann, weil eben dieser erbitterte Kleinkrieg der Selbstverwirklichung jeder gegen jeden stattfindet. Ja? Und da redet das Wort Gottes hier ganz ernst und sagt: Räum bei dir im Herzen auf, weih dich dem Herrn, dann hört der Streit auf, dann ist wieder Frieden. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist die Grundlinie. Der Herr will uns letztlich erhöhen, er wird uns eine Stellung der Herrlichkeit geben, aber diese Stellung gibt er uns erst, wenn unser Fleisch völlig weggenommen ist. Ja? Der Herr gibt uns ein herrliches Erbe. Wir sind Könige und Priester in Christus. Wir werden einmal über die Welt richten und mitregieren mit Christus. Aber Gott sei Dank erst, wenn wir unser Fleisch los sind. Sonst wäre es ganz schlimm für uns. Ja? Und es muss uns auch klar sein, dass es gut für uns ist, wenn wir gedemütigt werden, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, wenn wir in Niedrigkeit sind, wenn wir noch keine Macht haben und noch nicht irgendeine wirklich große Position, denn unser Herz würde es nicht ertragen, ohne stolz zu werden und vom Herrn abzuweichen. Das war auch die Not Israels. Ja? Dort, wo es ihnen gut ging im Land, da fingen sie an, vom Herrn abzuweichen. Wo sie angefochten und bedrängt waren, da sind sie noch so halbwegs beim Herrn geblieben. Also das ist gut für uns, dass wir jetzt im Moment noch gedemütigt werden in einer Situation der Niedrigkeit, der Anfechtung bestehen. Das ist genau richtig für uns. Das brauchen wir. Aber zu seiner Zeit wird der Herr uns erhöhen. Ja? Und genauso gilt es auch im Kleinen. Es gibt Situationen, da muss uns Gott in eine Schule schicken, wo wir wirklich unten durch müssen. Und dann kann der Herr uns auch wieder, wenn wir die Lektion gelernt haben, Frieden geben, Segen geben, vielleicht auch eine gewisse Bestätigung geben, ja.
Aber manchmal wäre das für unser Herz überhaupt nicht gut. Und deswegen auch diese Schulen der Demütigung. Ja? Etwas Ähnliches lesen wir im ersten Petrusbrief. Ist doch auch interessant, dass das so ganz ähnlich zweimal geredet wird. Ja? Das zeigt auch, wie wichtig das für uns ist und wie schwer wir diese Lektion lernen. Da heißt es in 1. Petrus 5, Vers 5, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist eigentlich genau dieselbe seelsorgerliche Botschaft, ja, etwas kürzer, aber auch ganz, ganz wichtig, bewusst sich unterordnen. Oh, das ist so schwierig. Wir alle wissen es doch eigentlich besser und haben doch recht. Ja, das ist eigentlich unser tiefstes Wesen. Und dann soll jemand anders letztlich eine Entscheidung treffen und die gefällt uns nicht. Und dann geht's aber los. Ja, dann werden wir mürrisch, dann werden wir, krummeln wir, dann rebellieren wir und das können wir gar nicht ertragen. Und das ist aber ein Zeichen von Hochmut. Ja? Und deswegen diese bewusste Unterordnung, auch wenn Gott zum Beispiel in einer Gemeinde Autorität gesetzt hat, dass ich sage, gut, Herr, wenn ich wirklich Recht habe und der Bruder Unrecht hat, dann zeig's ihm, aber ich will mich ihm unterordnen, wenn er das jetzt so entschieden hat. Ja? Oder wenn die Brüder das so entschieden haben. Und diese Haltung fällt uns enorm schwer. Und das ist auch ein Test manchmal für Demut. Ja? Ob wir sie wirklich schon haben oder ob wir nur vielleicht drüber reden. Wir sollen uns mit Demut bekleiden. Ja? Das soll uns ein Schutz sein. Diese Herzenshaltung, der niedrig gesinnt sein, dass wir es nicht hoch hinaus wollen. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Gott ist die höchste Autorität. Das einfach anzuerkennen, dass seine Wege gut sind, auch wenn sie mir vielleicht im Moment nicht gefallen. Das ist ganz, ganz wichtig für unser geistliches Leben. Und da will der Herr uns lehren und in seine Schule nehmen, dass wir diese Dinge, diese Lektionen von Herzen auch wirklich beherzigen. Ja, und ich möchte zum Abschluss noch mit uns eben dieses Vorbild noch einmal lesen, diesen Höhepunkt eigentlich aller Aussagen zur Demut im Neuen Testament. Philipper 2, das ist das, was uns, denke ich, in unserem geistlichen Leben begleiten sollte, immer wieder durch Höhen und Tiefen, durch Lektionen hindurch. Dieses Vorbild des Herrn Jesus und auch die Frucht, die der Apostel Paulus da im Philipper 2 darstellt, was das in den Herzen von geistlich gesinnten Gläubigen auslösen soll. Ich lese Philipper 2 ab Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, das ist diese wunderbare Ausspruch des Geistes Gottes, der uns im Herzen bleiben sollte. Wenn wir in der Gefahr sind, hochmütig zu sein, wenn wir uns ärgern und aufregen, wenn wir
uns reiben an unseren Mitgeschwistern oder auch an Menschen in der Welt, die um uns herum gestellt sind, dann dürfen wir diese Gesinnung ganz bewusst annehmen und auf den schauen, der so demütig war, dass er bereit war, aus der himmlischen Herrlichkeit herabzusteigen, dass er bereit war, um seine Feinde mit Gott zu versöhnen, Mensch zu werden, zu leiden, bis hin zum Tod am Kreuz, der als Herr aller Herren die Gestalt eines Knechtes annahm. Freiwillig und bewusst. Letztlich, um seinen Gott und Vater zu verherrlichen, weil alles sein Verlangen war, dass Gott zum Ziel kommt, dass Gott groß wird, dass der Vater verherrlicht wird und der Wille des Vaters geschieht. Das war, denke ich, die Quelle der Demut des Herrn Jesus, dieses brennende Verlangen, wirklich den Vater in allem zu verherrlichen. Und er war bereit, den untersten Weg dafür zu gehen, damit der große Gott und Vater zu seinem Ziel kommt und verherrlicht wird. Und diese Herzenshaltung, die sollen wir auch haben. Dass es uns nicht um uns selber geht, dass wir nicht unser eigenes Leben irgendwie groß achten und wichtig achten, sondern dass wir bereit sind, von unserem hohen Treppchen runterzusteigen. Dass wir bereit sind, den untersten Platz einzunehmen, dem Herrn zu dienen, uns dem Herrn einfach ganz zur Verfügung zu stellen, so wie der Herr Jesus sich dem Vater völlig und bedingungslos zur Verfügung gestellt hat. Und dann, wenn unser Verlangen danach ist, dass der Herr Jesus verherrlicht wird und groß wird und zu seinem Ziel kommt, dann haben wir eigentlich die richtige Herzenshaltung der Demut. Dann denken wir nämlich gar nicht mehr an uns und unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse. Wenn wir wirklich uns ganz um den Herrn Jesus drehen und auf seine Bedürfnisse schauen, auf das, was er will, damit er groß wird und verherrlicht wird, dann sind wir in der richtigen Herzenshaltung. Und dann können wir tatsächlich auch in der Gemeinde, in unserem Leben, demütig handeln, so wie es am Anfang geschildert wird, dass wir nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz tun. Ja, das ist etwas, da muss der Herr uns in eine Schule nehmen, ja. Denn diese Dinge, Selbstsucht und Ehrgeiz, die kommen immer wieder heraus in unserem Leben. Aber wir dürfen in der Nachfolge des Herrn Jesus einfach diese Gesinnung bewusst von dem Herrn uns schenken lassen. Wir dürfen lernen, das ist ja das Schöne, dass wir das nicht, natürlich haben wir das nicht perfekt bei uns, sondern wir dürfen in der Schule des Herrn Jesus lernen, dass wir immer mehr die Selbstsucht, den Ehrgeiz, den Hochmut überwinden, dass wir lernen, den anderen höher zu achten als sich selbst, dass wir lernen, zurückzustehen, dass wir lernen, Unrecht still zu ertragen, dass wir lernen, wenn andere falsche Entscheidungen vielleicht treffen, über unseren Kopf weg, das einfach auch zu erdulden dort, wo es nötig ist und einfach bereit sind, um des Herrn Jesus willen zurückzustehen, still zu sein, uns unterzuordnen, den untersten Weg zu gehen. Diese Haltung brauchen wir ganz dringend und da möge der Herr uns einfach Gnade schenken, dass wir in dem Aufblick auf den Herrn Jesus, in dem Bewusstsein dieses wunderbaren Vorbildes, das wir in dem Herrn Jesus haben, dass wir solche Demutswege gehen können, dass wir wirklich ein Werkzeug werden, durch das der Herr Jesus sich verherrlichen kann, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.